Leute, willkommen zum neuen Questguide von Elden Ring Shadows of the Erdtree DLC. Wir machen heute den Rabatzturm und da zeige ich euch genau, wie das funktioniert und ihr die Lösung habt. Am Ende bekommt ihr dann Rabatzkanone und den Turm könnt ihr eben erreichen, wenn ihr hier oberhalb auf der Karte seid, quasi in Richtung Schloss von Ymir. Und hier ist dieser Turm einmal aufgezeichnet. Da ist wieder ein kleines Rätsel von den Quallen. Und um in den Turm zu kommen, ist es etwas schwierig. Das Gerät funktioniert nicht und wir kommen hier auch nicht weiter, weil der Aufzug nicht da ist. Was wir aber schnell bemerken, ist, dass draußen ein Sprung mit dem Pferd möglich wäre. Funktioniert aber leider noch nicht und deswegen müssen wir hier einmal die Steine finden, kaputt hauen, damit wir diese Quelle wieder aktivieren können. Wir gehen also einfach einmal in den Turm hinein und in dem ersten Stockwerk findet ihr eine Geheimtür. Folgt also hier einfach dem Weg und geht die Treppen nach oben, um einen kleinen Balkon zu finden in einer Illusionswand. Geht also hier einmal rein und ihr seht schon hinten ein paar Nachrichten auf dem Boden, was immer ein gutes Zeichen ist. Und hier hauen wir einmal gegen die Wand und können die eben aufmachen. Ansonsten könnt ihr jetzt einfach hier hingehen, die Steine kaputt schlagen und damit geht dann auch das Siegel auf. Und ihr könnt die Geisterquelle nutzen, um oberhalb auf den Turm zu springen. Schnappt euch dann einfach euer Pferd, raus aus dem Turm und rüber zur Geisterquelle und hier einmal nach oben feuern, zack, und schon kommen wir hier oben an die Spitze und hier können wir eben eine Truhe finden. Hier gibt's dann die Rabatzkanone und damit kann man mit Sicherheit einen coolen Bild anstellen. Schauen wir mal, ob wir dafür noch was hochladen. Bis zum nächsten Mal, Leute.